Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zu einem neuen Nintendo 3DS Quickblick Video mit eurem Gameblamer. Und auf das heutige Spiel habe ich mich besonders gefreut, weil ich das Originalspiel schon auf dem C64er damals gespielt habe. Und jetzt ist endlich die Neuauflage für den Nintendo 3DS rausgekommen und ich bin echt gespannt, was daraus so geworden ist. Ihr kennt ja Quickblick mäßig habe ich das noch gar nicht gespielt und das ist Bullet Dash XL 3D, als wenn ihr es nicht gewusst hättet. Man muss ja nur mal oben in den Titel gucken. Ich versuche es immer künstlich spannend zu machen. Ja, gucken wir mal in die Options. Sound on, Music Credits clear. Ja, gut. Und boah, das habe ich auf dem C64er gesucht. Da gibt es, glaube ich, 7 oder 8 Teile Bullet Dash. Arcade, Puzzle, Zen. Also Arcade, Collect Diamonds, also Diamanten sammeln, damit der Exit aufgeht. Da sind richtige Puzzle. Ah, Arcade-Level ohne, was ist das denn für ein Sinn? Ohne Zeitdruck und ohne Punkte. Warum sollte man das denn spielen? Spezialpunkte und Retro. Extra Difficult Old School Levels. Naja, gehen wir erstmal in die Arcade rein. Da hat man die Wahl zwischen den verschiedenen Höhlen, die man lösen muss. Dann fangen wir mal mit Höhle 1 an. Oh, das sieht aber gar nicht mehr aus wie das Original. So, mal zur Erklärung, man sammelt hier Diamanten ein, alles was hier so an diesen runden Steinen liegt, kann sich bewegen, dann wegfallen und da muss man aufpassen, dass man nicht erschlagen wird. Solange man drunter steht, kann dieser Stein einem nichts, man kann ihn auch verschieben, das habe ich jetzt super gemacht. So, und wenn man genug Diamanten eingesammelt hat, kann man raus. Hört sich billig an und ist aber sowas von unterhaltsam, man kann hier jetzt Gegner auch kaputt machen, passt auf, ich stelle mich da drunter und... Ah, schade. Ja, das war früher schon so grenzläufig. So, da muss man schnell sein. Und zack, kaputt. Hier gehen wir nochmal durch, sammeln noch den Diamanten ein. Alles andere ist nicht beweglich. Dann gibt es nachher noch so Felder, da können Diamanten oder Steine durchfallen. Dann werden sie zu Diamanten, um das Ganze da zu lösen. Und das löst sich erst auf. So. Der Exit geht erst auf, wenn man genug Diamanten gesammelt hat. Also da muss man sich im Klaren sein. So, da ist jetzt die Falle, wenn man den jetzt nach links geschoben hätte und wäre dann runtergegangen, um den Diamanten einzusammeln, wäre man bestimmt erschlagen worden. So, was ist denn hier los? Ah, das sind, glaube ich, diese Umwandler, von denen ich gerade geredet habe. Ja. Und diesen super geilen He-Man-Sound, wenn das da durchfällt. Habt ihr das mitgekriegt? Oh, das war, wenn Orko gezaubert hat. Wie geil. Also wie viel mehr Retro geht so ein Spiel? Ich glaube, mehr Retro geht gar nicht mehr. Oh, Mann, Kindheitserinnerungen werden wach. Ich liebe es. Und auch wenn das Spiel total einfach gestrickt ist, das ist einfach eins der besten C64er-Spiele von damals, meiner Meinung nach. Und auch wenn es einfach aussieht, also es gibt dann Momente, wo man sich dann sagt, scheiße, und stirbt trotzdem. Hier, an solchen Stellen, da kann man sich nämlich dann mal leicht verschätzen. Und dann landet nämlich plötzlich so ein Stein auf einem drauf. Tada! Oh, wunderschön. Oh, ich bin so... Ich bin gerade echt glücklich, Leute. Es müssten mehr so richtig tolle Klassiker wiederkommen. Hier zum Beispiel, ja. Ah, seht ihr? Das meine ich. Da hat man sich ganz schnell verschätzt, denkt sich, ach, ist das easy. Und dann macht man sowas und ist tot. Das ist nämlich unberechenbar manchmal, was hier so abgeht. Ja, und jetzt? Ich muss das ja so machen, dass ich auch wieder rauskomme. Nee. Und jetzt steckt man fest. Ja, da bleibt dann nur die Selbstzerstörung. Haben die endlich mal einen Knopf für Selbstzerstörung gemacht? Natürlich nicht. Retry. Ja, ihr seht schon. So einfach, wie man gedacht hat, ist es nicht. Das hat später einen recht hohen Frustfaktor, wenn man ein Level ein paar Mal machen muss.
Dim, 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 dim. Läuft. So. Naja, man muss halt so viele Diamanten sammeln, bis jetzt brauche ich noch zwei. So, Exit ist offen. Tada! Oh. Ich weiß, da draußen, wenn Leute in meinem Alter da draußen jetzt gerade sitzen, die kriegen auch gerade so einen richtig schönen Retro-Flash. Da bin ich hundertprozentig sicher. Aber es gibt, glaube ich, keinen C64er-Besitzer, der nicht Boulder Dash gespielt hat. Glaube ich nicht, dass es die gibt. Boulder Dash war ein Must-Have. Ja, jetzt muss man schon ein bisschen vorsichtig sein. Man kann nämlich auch übrigens von den Diamanten erschlagen werden. Ne? Das ist also... So, jetzt müsste ich mal gerne... Was mich motivieren sollte, die da rauszulassen. Na, noch ein Diamant. Perfektion also. Naja, egal. So, jetzt machen wir mal Quit. Da kann man auch gucken, wie weit man gekommen ist. Und da gibt es halt noch jede Menge Höhlen. Mehr als genug. Ja, knapp 100 würde ich jetzt mal so behaupten. Puzzle ist wieder dasselbe fast. Zen ist ohne bla bla. Gehen wir mal in Retro rein. Aber da kann man sich da unten noch aussuchen, mit wem man spielen möchte. Mit dem Männchen oder dem Weibchen. Oh, das sieht auch fast ganz original aus wie früher auf dem C64er. Mal eben den Ton. Ja, der Ton ist nicht ganz das Original. Aber so müsst ihr euch das vorstellen. So habe ich das früher gespielt. Genau so. Ja, die Musik ist natürlich auch nicht original. Also so ein Soundchip hatte der C64er nicht. Aber die Grafik ist wirklich fast original. Er ist nur ein bisschen besser animiert hier, dieses Ameisenvieh, mit dem man rumrennt. Oh. Hier habe ich alle, gut. Dann gehen wir jetzt nach da. Ja, ich weiß, wie ich hier durchrenne. Oh, schade, der ist verloren. Wie viel brauche ich noch? 4. Kriegen wir noch hin. Tada! Ja, jetzt muss man noch den Exit finden. Oh, da grabe ich mich ein. Habe ich mich jetzt generell eingegraben? Nee. Hui, Glück gehabt. Ich dachte jetzt, ich komme nicht mehr raus. Ja, jetzt muss man den Exit finden. Der wurde mir, glaube ich, vorhin am Anfang angezeigt. Ah, da. Jawohl! Ja, meine Lieben. Mit der Grafik ist euer Gameplay mal groß geworden. So. Das ist Retro. Da können wir auch mal eben gucken, wie viele Caves es da gibt. Bestimmt auch nochmal 100, oder? Ja, nicht ganz. 25. Aber trotzdem. Auch schön, dass die an die Retro-Leute gedacht haben. Special Score Challenge. Gucken wir da auch mal rein. Oh, sind bis jetzt nur 4. Gucken wir mal, was das auf sich hat. So, dann ist man schneller. Exit ist schon open. Was soll das denn? Gehen wir mal ein bisschen schnell. Ich bin Orko aus dem Zauberland. Nein. Oh, da hätte es mich jetzt fast erwischt. Ja, das ist das, was ich meinte. Hä? Ach so, da kann man in eine Richtung gehen, in die andere aber nicht. Übrigens muss man mit diesen Umwandeldingern aufpassen. Die können nämlich auch Diamanten wieder in Steine verwandeln, glaube ich, mich zu erinnern. Da bin ich aber jetzt nicht hundertprozentig sicher. Hurra! Zack, ist er platt. Schon ein bisschen brutal, oder? Bam, 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 bam. Oh, da höre ich schon, da wird ganz viel verwandelt.
Sagt mir die ganze Zeit Hurry, aber... Oh, noch 2 Sekunden? Nein, wo ist der Exit? Shit. Nicht geschafft. Wo wäre denn der gewesen? Ich sehe den da gar nicht. Ach, da hinten. Ach, okay. Ja. Gehen wir noch jetzt einfach in den Puzzle-Mode. Ja, sehr anspruchsvolle Rätsel einfach. Naja, was heißt anspruchsvoll? Nein, zu schnell gelaufen. Verdammt. So. So. Ja. Noch jede Menge Puzzles. Gehen wir gleich mal raus und gucken mal. So. Und gucken mal, wie viele Caves das sind, die man puzzeln kann. 6. Ach, das sind bestimmt auch einige. Auch 25. Das heißt also, man kriegt 150 Level mindestens. Dann kann man die im Zen-Modus nochmal ohne Score und Zeit spielen. Macht also 250. Obwohl das eigentlich eher geschummelt ist. Ja. Und ja, das Spiel ist jetzt halt nicht so ultra umfassend. Oh, was war das denn? Oh, eine Beam-Dingens. Ich weiß, ich drücke mich wieder sehr, sehr gut aus. Nein, verdammt. Was wollte ich jetzt sagen? Haha, tricky, tricky. Ja, nützt doch jetzt. Ach so. Nee, nützt ja gar nichts. Nee, hat gar nichts gebracht. Verdammt. Ja. Ja, also, ich weiß, das war jetzt billig. Okay, ja, also wenn ihr Bock habt, mal so wirklich, ne, wenn ihr früher Bullet Dash gespielt habt, ihr wollt mal wieder sowas Retro-mäßiges spielen, kann ich auf jeden Fall empfehlen. Auf jeden Fall. Ich liebe Bullet Dash. Ich könnte mich in Bullet Dash reinsetzen. Ich will gerne ein Bullet Dash sein. Und für die Leute, die es noch nicht kennen, die können auch zugreifen, weil das einfach, das ist simpel, das Spielprinzip, aber es ist nicht so simpel, dass es langweilig wird oder so. Es unterhält. Also man kann es wirklich stundenlang spielen, ohne dass es langweilig wird. Und es ist, wird auch immer halt schwerer. Ne? Es ist nicht die ganze Zeit so einfach, wie es jetzt gerade ausgesehen hat. Ihr habt schon gesehen. Ne? Ich bin ja auch schon mal wieder ins Stocken gekommen. Okay, ja. War zwar ein bisschen kurz jetzt heute, aber ich hoffe, es hat euch trotzdem gefallen. Das Spiel ist halt nicht so umfangreich. Da muss man jetzt nicht so viel zeigen. Ja, Kauflink wie immer unter meinem Video. Und ansonsten bleibt mir jetzt nur noch zu sagen, ich wünsche euch einen wunderschönen guten Morgen, guten Mittag, guten Abend, wie spät es auch immer bei euch sein mag. Stay tuned, euer Gameblamer. Ciao.